Hi, bei mir geht es heute um 5 Dinge, die beim Filmemachen immer unterschätzt werden. Viel Spaß mit diesem Video. Ja, wie gerade eben schon erwähnt, gibt es jetzt 5 Dinge, die immer unterschätzt werden, und gleichzeitig gebe ich euch noch auf den Weg mit, wie ihr an diesen Dingen arbeiten könnt oder wie ihr diese Dinge verbessern könnt. Fangen wir an! Die erste Sache, die immer zu kurz kommt bei fast allen Filmen, ist einfach die Vorbereitung und die Planung. Die wird immer unterschätzt, ist aber eigentlich tatsächlich so das Wichtigste bei der Filmproduktion. Gerade bei so großen Produktionen nimmt wahrscheinlich die Planung mehr Zeit in Anspruch als das eigentliche Produzieren der Filme, und sollte bei euren Produktionen eigentlich nicht anders aussehen. Viel zu viele Leute, und ich muss mich da leider auch mit reinzählen, planen die Drehs viel zu wenig vor und filmen alles viel zu spontan. Das hat natürlich auch Vorteile und kann auch gut funktionieren in vielen Fällen, aber bei größeren Produktionen, gerade bei wichtigen Imagefilmen oder Musikvideos, sollte es sehr, sehr wichtig sein, ausreichend zu planen. Ich habe ja schon mal vor einiger Zeit so eine Quick-Tipps-Folge gemacht zum Thema Storyboard bzw. Moodboard erstellen. Das ist zum Beispiel eine wichtige Methode, wie man seinen Dreh planen kann. Und wenn man so ein Moodboard zum Beispiel macht oder so ein Storyboard, kann beim Dreh eigentlich nicht mehr so viel schief gehen. Mir ist es früher oft passiert, als ich sowas nicht gemacht habe, dass ich teilweise Szenen vergessen habe oder wirklich einfach Szenen untergegangen sind beim Drehen. Das muss man dann entweder nachdrehen oder man muss es dann in der Story weglassen. Das ist nicht so cool. Deshalb plant den Dreh wirklich vor, macht euch zum Beispiel eine Shotliste oder eben so ein Moodboard. Das erleichtert euch den Dreh ungemein. Was auch immer zu kurz kommt bei sehr vielen Filmen, ist einfach die Story. Auch hier muss ich sagen, bin ich nicht das allerbeste Vorbild. Bei mir kommt die Story auch mal ein bisschen zu kurz. Das ist jetzt eben auch noch so eine Sache, an der ich jetzt auch noch in Zukunft arbeiten möchte. Falls ihr vielleicht kreative Freunde habt oder so, die auch vielleicht aktiv oder kreativ sind, dann kann man mit solchen Leuten, die vielleicht eine gute Story oder sowas haben, auch sehr gerne zusammenarbeiten. Also kurz zusammengefasst, Planung ist ganz, ganz wichtig von Drehs. Es spart im Endeffekt mehr Zeit, wenn man das Video gut plant und dann den Dreh relativ kurz halten kann. Die nächste Sache, die immer unterschätzt wird, ist gute Beleuchtung bzw. gutes Licht. Beim Fotografieren ist es ja so, dass man einfach mit RAW fotografieren kann und entsprechend die Beleuchtung noch im Nachhinein anpassen kann. Beim Filmen ist es so ein bisschen anders. Klar, es gibt mittlerweile auch Kameras, die RAW filmen können. Ich würde aber mal vermuten, dass nur 2-5% maximal meiner Zuschauer auch in RAW filmen. Die meisten von euch werden mit einem komprimierten Codec filmen. Und da ist ganz, ganz wichtig, dass die Beleuchtung schon während der Aufnahme 100%ig stimmt, damit man in der Post-Production bei einem relativ schwachen Codec nicht allzu viel nachbearbeiten muss. Was zählt alles dazu? Zum einen ist der Weißabgleich natürlich ganz wichtig, dass der bei der Aufnahme steht. Und was aber auch ganz wichtig ist, dass halt eben die Beleuchtung, die Softboxen zum Beispiel, bei der Aufnahme schon richtig stehen. Ich stelle bei meinen Videos zum Beispiel einfach nur eine Softbox von schräg vorne hin. Das ist bei meinen Videos eigentlich immer vollkommen ausreichend und damit kann ich ganz gut arbeiten. Was auch nicht unterschätzt werden sollte, ist sowas wie ein Practical Light im Hintergrund. Das habe ich jetzt auch bei fast allen Videos früher schon immer gemacht und werde ich jetzt in Zukunft auch wieder hier im Studio noch ein bisschen ausbauen. Über das Thema Practical Light kommt übrigens auch nochmal so ein separates Video, denn da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie man sein Video noch interessanter gestalten kann. Kommen zum nächsten Thema, was immer unterschätzt wird, und zwar ist das der Ton. Falls man jetzt irgendwie plant, sich neues Equipment anzuschaffen, falls man gerade wieder so ein bisschen Geld über hat, denken wirklich fast alle Leute daran, sich vielleicht ein neues Objektiv zu kaufen, eine neue Kamera oder einen neuen Gimbal. Was immer zu kurz kommt, ist einfach der Ton, und man sollte auch hin und wieder mal in guten Ton investieren. Damit meine ich jetzt nicht, dass man sich ein sehr teures Mikrofon zum Beispiel kauft, sondern man kann auch mit relativ wenig Geld wesentlich seine Tonqualität verbessern. Was ich zum Beispiel immer seit neuestem mache, ist, dass ich das Mikrofon näher an mich ranstelle und es nicht auf der Kamera stehen lasse. Das habe ich jetzt zum Beispiel mit so einem XLR-Verlängerungskabel und einem Mikrofonständer gemacht. Das kostet in der Summe vielleicht 20-25 Euro und die Tonqualität ist wesentlich besser, wenn das Mikrofon natürlich näher an einer Person dran steht. Und kostet eben nicht viel, kann ich nur empfehlen. Was auch immer ganz gut funktioniert, sind so Ansteckmikrofone. Auch die kosten nicht allzu viel, zumindest kosten sie weniger als diese Shotgun-Mics in guter Qualität. Ich habe zum Beispiel gute Erfahrungen mit dem Rode SmartLav gemacht und gerade habe ich auch noch so ein anderes Ansteckmikrofon zum Testen da. Dazu kommt auch bald natürlich ein Review auf diesem Kanal online. Also Ton darf auf keinen Fall unterschätzt werden, ist mindestens genauso wichtig wie das gute Bild und investiert eben auch ab und zu mal in guten Ton. Punkt Nummer 4 ist der Bildaufbau. Absolut kostenlos und man kann seine Bildqualität wesentlich verbessern, wenn man sich so ein bisschen mit dem Bildaufbau befasst und nicht einfach nur die Kamera irgendwie auf sein Objekt draufhält. Dinge, mit denen man sich auf jeden Fall mal befassen sollte, ist die Drittelregel und der goldene Schnitt. Die Drittelregel kommt zum Beispiel sehr oft bei Landschaftsfotografie und Architektur zum Einsatz, und zwar kann man sich hier das Bild einfach in so Drittelrastern einteilen, wie jetzt hier auch gerade gezeigt, und dann sollte man eben Horizont und den Boden oder den Grund immer ein Drittel, zwei Drittel vom Verhältnis her ins Bild setzen.
haben das einfach sehr angenehm fürs Auge, wenn man sich daran hält und ist sehr empfehlenswert und wirkt wesentlich besser, als wenn man den Horizont zum Beispiel mittig setzt. Der goldene Schnitt ist so ähnlich wie die Drittelregel, nur dass man da dann das Objekt zum Beispiel so ein bisschen noch Richtung Bildmitte rückt, aber eben nicht ganz mittig, sondern eben ja, so leicht am Rand eben hält. Das ist besonders bei Interviews zum Beispiel oder wenn man generell Personen filmt, da sollte man den goldenen Schnitt eben anwenden. Ich mache das mittlerweile fast automatisch, dass ich Personen eben so ein bisschen zum Bildrand rücke, aber gerade wenn man Anfänger ist, neigt man dazu, immer die Person so ein bisschen mittiger zu rücken. Das kann ich euch eben nicht empfehlen. Sorgt also dafür, dass die Personen immer so ein bisschen Richtung Bildrand gerückt werden. Und was auch ganz wichtig ist, ist natürlich, dass die Person dann Richtung Bildmitte guckt und nicht Richtung Bildrand. Das wirkt dann auch sehr, sehr komisch. Was auch noch ganz wichtig ist beim Thema Bildaufbau, ist, dass man sich immer so ein bisschen Vordergrund sucht. Das hatte ich auch schon mal in der Quick-Tipps-Folge erwähnt. Wenn man so Sachen unscharf in den Vordergrund platziert, zum Beispiel Pflanzen oder andere Objekte, wirkt das Bild wesentlich tiefer und wesentlich plastischer und ist dann auch so eine Sache, die dem Zuschauer wesentlich mehr Spaß macht, wenn man sich das Video eben anschaut. Und ist halt, wie gesagt, absolut kostenlos. Was auch immer unterschätzt wird, ist die Wirkung von Objektiven, beziehungsweise dass man sich auch mit guten Objektiven irgendwie befasst. Ich bekomme sehr viele Fragen von Leuten, die sich jetzt irgendwie eine GR5 gekauft haben und dann einfach keine 100 Euro mehr für ein Objektiv zur Verfügung haben. Falls ihr euch plant, eine neue Kamera anzuschaffen, dann denkt auch immer daran, gute Objektive noch dazu zu kaufen. Ich habe zwar vor einiger Zeit auch mal gesagt, dass man immer auch Vintage-Objektive nutzen kann, dabei bleibe ich auch. Vintage-Objektive sind sehr, sehr gut. Gerade wenn man Festbrennweiten nimmt, hat man mit so einer Vintage-Festbrennweite auch sehr, sehr viel Spaß. Aber es sollte eben auch nicht zu kurz kommen, sich damit eben zu befassen. Zu diesem Thema hat der Jonah Plank mit Felix Barr schon mal ein Video gemacht. Guckt euch das auf jeden Fall mal an, da wird ganz klar deutlich, dass man auch mal ein gutes Objektiv investieren sollte und was das eben für eine Auswirkung auf das fertige Bild hat. Was auch ganz wichtig ist, ist eben nicht nur die Qualität von so einem Objektiv, sondern auch die Wirkung von der Brennweite, die man benutzt. Jedes Objektiv hat natürlich eine andere Wirkung. So ein bisschen hatte ich das schon mal in meinen 10 Tipps für Event-Videos-Video gezeigt. Gerade bei Events zum Beispiel kann es von Vorteil sein, eine höhere Brennweite zu benutzen, weil dann alles so ein bisschen zusammengestauchter aussieht. Das heißt, Events sehen da so ein bisschen voller aus. Und bei Weitwinkelobjektiven ist es eben das Gegenteil der Fall. Das heißt, Weitwinkelobjektive sind bei Events zum Beispiel gar nicht so gut, sofern man das Ziel hat, dass alles so ein bisschen voller aussieht. Gleiches gilt für Porträts, da sollte man auch eher höhere Brennweiten nehmen, weil dann das Gesicht einfach so ein bisschen schöner aussieht. Ein Porträt würde man zum Beispiel nie mit einem Weitwinkelobjektiv filmen. Auf der anderen Seite haben Weitwinkelobjektive wieder Vorteile bei Gimbal-Arbeit oder bei Steadicam-Arbeit. Wenn man relativ weitläufig alles filmen möchte, sollte man natürlich ein Weitwinkelobjektiv benutzen. Und so gibt es halt eben für jeden Anwendungszweck ein richtiges Objektiv. Ja, das waren meine 5 Punkte, die beim Filmmachen immer unterschätzt werden. Falls ihr jetzt noch Punkte kennt, die in dieser Liste nicht vorkamen, schreibt es gerne in die Kommentare und diskutiert gerne. Ich hoffe, das Video war hilfreich und hat Spaß gemacht. Und jetzt würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.